Hallo und herzlich willkommen jetzt zum nächsten Part von Onimasha. Und ich habe gar nicht lange gebraucht beim Suchen, das ist das Witzigste an der Sache, weil... Ach, ich könnte mich ärgern, gerade ehrlich. Denn... Ach Gott, ey, ist das... Nach, nach, nach. Nach, nach, nach. Ich muss einfach nur wieder zu dem Gang, wo ich gerade war. So, jetzt muss ich... Ich weiß jetzt, wo ich wieder hin muss. Ich bin sprichwörtlich an dem Weg vorbeigelaufen. Und zwar, das ist der Raum, wo ich mich sogar noch so geärgert habe, wo er wegen seiner Schlaumeier-Sprüche kam. Diese dumme Leiter. Denn diese eine Leiter da von dem im Strategieraum, da ist eine Leiter, die ging nochmal woanders hin. Das hat mich sehr geärgert. Aber ganz gewaltig, ey. Boah. Da ist nämlich eine Leiter, die zweimal runtergeht. Ich glaube, das hat der Typ mit dem Schlaumeier-Ding mir sagen wollen, dass es nochmal runterging. So, geht mir aber bitte mal aus dem Weg, so. Oh, jetzt habe ich, ach, ich pfeife jetzt auf diese eine kleine Seele. So, ja, ich muss jetzt mal wieder Bogen laufen, ja, hier. Den Tisch haben sie ja so perfekt an die Wand gezimmert hier, dass ich da gar nicht durchlaufen kann. Da kann ich mich gerade ärgern. So. Leiter nochmal nach oben. Denn der nächste Weg war nämlich genau hier. Und ich bin auch ein Blindfisch auch. Wege Ebene. Ja, abwärts. Ah, einfach losgemerkt und nicht mal richtig hingeguckt. Super. Ja, ist das linke Wappenstück, aber ich glaube, hier war doch auch noch was. Sieht nach teuren Töpfen und... Ach, er sieht nach teuren Töpfen und Schriftrollen aus. Kaputt hauen! Ja, damit! Dreckstöpfe. Oh, guck mal. Deine Auswahl, Journal, die vierte. Journal, die vierte. Ah, was für eine wunderbare Szene. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Ich bin so gerührt, dass meine Hände nicht aufhören wollen zu zittern. Ich bin Zeuge der Geburt eines Dämonenbabys, das aus der Flasche herausgezogen wird. Lol. Was für ein übersinnlicher Anblick. Keine andere Kreatur der Welt wird auf diese Weise geboren. Ich frage mich, ob es andere Künstler gibt, die je wie ich Zeuge einer solchen Begebenheit geworden sind. Noch nie habe ich meine mäßigen Zeichenkünste so bedauert. Hör auf zu zittern, liebe Hand. Ich weiß, dass die Wahrheit, über die ich berichten muss, von meinen Händen abhängt. Aber ich kann das Zittern nicht verhindern. Samio. Ja, man kann es aber leider nicht so sehen, wenn ich jetzt hier... Ist das ein Kopf? Ah, ne, wenn man da richtig hinsieht, ist das so wirklich so ein kleines Mannequin, was da rausgezogen wird. Okay, das ist so... Creepy, ey. Gut, jetzt habe ich das Rechte, ja. Kannst die Frage hören bei eBay. Ach ja, gab's den alten Japaner noch gar nicht. Dann nach Hyundai. Whatever. Oh, jetzt können wir wieder beruhigt hochgehen. Und durch diese dämliche Tür endlich mal reingehen. Boah, Mensch. Mann. Sollte man auch mal besser aufhalten. Ein Wappen des Saito-Clans ist bereit. Es ist bereit. Das Schloss ist entriegelt, weil es bereit ist, sich zu öffnen. Hör auf. Oh. Komm her, du Drecksvieh, du. Ach, du Gnom, hau ab, geh mir aus dem Blick. Du regst mich auf. Ja, was zum... Since you have learned that our Lord Nobunaga will rule the world with the demons, you should not bark up the wrong tree. You're insane! What you are doing will lead to innocent people being used as food for the demons. The strong will prey upon the weak. Farmers obey samurai, and humans obey demons. You arrogant fool. Hau ihn weg! Ganz ehrlich.
ceremony will take place soon. Princess Yuki's skull will be filled with her own blood. And when our Lord Nobunaga drinks it, the victory of the Oda clan over the Saito clan will be guaranteed! Ah! Oh, schade. See you again, Samanosuke. Na super, ich dachte, er hätte ihn vielleicht doch... Komm mir einmal in die Finger, du. Ich schwöre dir, ich werde dir mal ein paar Künstler des Samurai zeigen. Ich glaube, die zwar ein paar, die du nicht kennst. Da hängen drei Bildrollen. Nichts Ungewöhnliches zu sehen. Wenn ich dich in die Finger kriege, ne, fange ich mit dieser Technik schon mal an, mein lieber Freund. Da möchte ich gerne so einen Sheet haben mit unendlich Magie. Dann hau ich dir da permanent noch über den Schädel, ey. Fluorid. Schon mal gefunden hier. Ah, guck mal hier. Der Ogre vernichtet wurde, einem Mann Stärke verliehen, deren Groll gegen die Dämonen. Ach ja, jetzt habe ich das Wissen, dass... Das ist ein Schreibtisch, aber jetzt bleibt uns keine Zeit für einen Liebesbrief. Warum nicht? Ich will doch mal jemanden schreiben jetzt. Ey du, hör mal, ich bin jetzt hier in so einem Verlies, ne? Ich mache hier erstmal alles kaputt hier, ne? Weil ich habe krasse Utensilien, ne? Um meinen Arm hängen. Das sind zwei Utensilienkisten. Vielleicht verwendet Prinzessin Yuki sie. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Jetzt gehen wir erstmal hier rein. Oh, shit. Oh, hier ist noch was. Da liegt was, da liegt was. Noch ein Teil. Der Panzerschuh der Hoga. Ja, genau. Da war ja das... Das Passwort ja damals gewesen. Okay. Das sehe ich jetzt zum ersten Mal, dass man die hier so wegdrücken konnte jetzt hier. Ah, konnte ich jetzt auch... Kann ich ja mal eben... Sorry, dass ich... Alter. Au! Ja, ist gut! Hör auf! Wenn ich das nächste Mal ein Journal habe, werde ich nochmal die anderen Journale nochmal durchblättern. Und dann werde ich nochmal die ganzen Bilder nochmal zeigen. Jetzt habe ich die Taste gefunden, wie man das da rausfinden kann. Wusste ich gar nicht, ganz ehrlich. Normaler Fall. So, jetzt gehen wir mal hier ins... Ich werde aber mal kurz mir was einschmeißen. Ah, ich habe zu wenig Pflanzen, ne? Das ist auch wieder doof. Muss ich mir auch was besorgen. Irgendwie. Aber muss ins Kabel hier kommen. Ich komme! Halt durch! Na komm, 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 komm! Alter, Gangster, wolltest du dich hinten anschleichen, wa? Ja, du, keine Sorge, du bist der Nächste. Alter, du. Na komm, zeig mir, was du kannst. Gar nichts kannst du, nur hüpfen, hüpfen und hüpfen. Ausgehüpft. Da ist noch so einer. Wie viel gibt's denn von euch hier? Oh, im Saal. Ein Windsiegel. Hat er jetzt gerade leicht gegrinst? Ja, okay, vielleicht denkt er sich auch, der ist jetzt gerade in Sicherheit da drin, eventuell. Weiß ja nicht, was sich der Blick... Ah, hier ist noch so ein Teil. Sergio. Oh, da wird er richtig vollständig. Was haben wir hier? Eine Kiste. Medizin, das ist gut. Oh, hier ist noch so ein Sergio, noch ein Sergio-Buch. Der Ogre-Clan, der von den Dämonen vernichtet wurde, hat einen Mann stärker verliehen. Dieser tapfere und starke Mann hegt auch einen Groll gegen die Dämonen. Reden wir hier gerade von mir? Mhm. Warte doch mal, das sieht doch ganz komisch hier aus. Hier, wenn die Farben hier so eigenartig aussehen. Aha. Was ist das denn hier? Sieht aus wie dein Panzerhandschuh. Du kannst die herumirrenden Seelen spüren. Souls, give me strange! Power. Ah, hier kann ich aufwerten. Sagen wir selbstverständlich. Gut, noch ein Stückchen, dann ist mein Schwert auf Level 3. Haben wir auch bitter nötig. Und dann werde ich mein...
Das ist eine Leiter. Willst du nach oben? Yep. Ja, wo sind wir denn hier? Auf dem Dach. Jetzt gibt's dir gleich eins aufs Dach, auf dem Dach. Weil es deiner ist. Hallo. Oh, wow, was bist du denn? Oh. Der trägt die grüne Kugel. Okay, er kann sie auch anwenden, wie ich es tue. Bist du auch eine Art toter Ogre oder sowas? Naja, keine Zeit für Fragen. Ich werde jetzt einfach nur gehörig mal kurz ein bisschen Feuer und Flammen zeigen. Au, sehr gut. Komm mal her. Bisschen Feuer. Oh, Kollege. Alter. Ah, verdammt. Ich bewege mich auch gerade ein bisschen. Mit dem Schwert auch so lahm. Arschig. Ich muss mich auf der normale Schwert wieder konzentrieren. Komm her. Ja, toll. Zack. Ah, der schlägt zwar mal. Aber. Ah, verdammt. Hab dich. Bäm. Ja, mit das nicht gerechnet, wa? Oh, wow, 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 wow. Jetzt sieht aus, wie das schwingen. Okay. Alter. Ah, komm her, komm her, komm her, komm her. Na komm, du musst eine dumme Bewegung machen. Geh nach. Ich muss diesen Bewegungen ausweichen. Komm her, Kollege. Hab dich! Yassa! Zack, 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 zack! Samurai Power! Jetzt hast du dein Schild verloren, ne? Komm her! Zack, zack! Zeit für ein Duell! Komm! Ah, verdammt, da habe ich die Bewegung jetzt nicht geachtet. Greift an. Wow! Wir sehen ihn doch an, Zamanowski! Gerade nicht mehr anvisiert. Hier bin ich, Blindfisch. Oh, okay, gute Bewegung. Wieder ein dichter Punkt. Oh, Doppel-Combo, nicht schlecht. Au. Steh auf! Oh, K-Power, komm weitermachen. Komm! Nein, nein! Nochmals nein! Ja, komm! Zeig dir mal was! Hier! Bam! Das und nimm das! Ja? Wachsen dicke? Okay, dann. Okay. Komm! Ah, verdammt, ich hab den Doppel übersehen. Aber dafür kriegst du jetzt gewaltig einen auf die Birne! Ja? Hat geschmeckt? Boah, war das ein Kampf, ey. Naja, hübsche Träume. Three Dreams. Ah, Power. Oh, was haben wir hier? Windkugel! Oh yeah! Das ist auch eine meiner Lieblingswaffen geworden im Spiel. Yes! Oh ja! Jo! Yes, das ist so cool. Erinnert mich ein bisschen so an den Typen aus Star Wars Episode 1 hier, Darth Maul. Ich finde es noch so einen epischen Laserton jetzt dabei. Na gut. Jetzt muss ich erstmal hier wieder runterkommen. Wie geht's überhaupt hier raus? Haha! Wo ist denn der Ausgang hier? Ausgang? Oh Gott. Da ist die Leiter.
Gut, jetzt können wir auch jetzt wahrscheinlich erstmal hier erstmal aufwerten. Ich werde jetzt mein Schwert maximieren. Yes. Bam! Das Ryzen wurde aufgewertet und ist nun Level 3. Maximum. Boah. So, jetzt muss ich mich mal. Shippo heißt das Schwert. Ich werde einmal sicher jetzt erstmal schon mal die Kugel hier aufwerten. Weil die wird jetzt gleich schon mal Level 2 gemacht, die beiden. Dann wird Shiden Level 3. Dann gehe ich von hier dann da runter komplett. Stück für Stück. Pflanze. Die Pflanze kann ich dir, stimmt ja. Pfeile zu Feuerpfeile. Okay. Kann ich erstmal richtig schön krass dicke, fette upgraden hier. Ja, ich werde erstmal das Schwert festhalten. Muss ja so jetzt. Erstmal werde ich speichern, ja. Und dann muss ich, glaube ich, denke ich mal wieder das Programm hier wieder updaten, heißt neu starten, sonst habe ich hier gleich wieder so einen epischen Tonlag hier wieder, wie ich in dem vorigen Part hatte. Das will ich nicht. Also mache ich erstmal hier Schicht und sage erstmal bis zum nächsten Part von Unimasha Warlords.